Etwas aufdecken braucht es manchmal Informationen, ja, die von Ort kommen, die sie nicht unbedingt zwingen im Nachhinein. Miriam, entschuldigen Sie, 60 Dissertationen habe ich geleitet. Davon da können Sie mindestens 12 Fragen. Da können Sie etwas diskutieren, aber wenn Sie nichts machen, dann gibt es natürlich nichts zu diskutieren. Das ist klar. Herr Mögli, Ihr Ruf als Wissenschaftler hat gelitten. Eindeutig. Ich glaube auch Ihre Glaubwürdigkeit jetzt als Politiker. Sie wären der Erste, der wieder sagen, treten Sie zurück. Ich frage Sie, Herr Mögli, hier in der Rundschau, treten Sie zurück. In der Rundschau, treten Sie zurück. Sind Sie eigentlich vom Affbissen? Eigentlich vom Affbissen? Eigentlich vom Affbissen? Eigentlich vom Affbissen? Wenn einer zurücktritt, dann können Sie das sich in der Rundschau überlegen. Wenn Sie sich so instrumentalisieren von sich so instrumentalisieren von einer zum Teil kriminell handelnden Partei, wo Leute, die mich rausgemobbt haben, natürlich hat sich instrumentalisieren. Für meine Kollegen, die das im Hintergrund recherchiert haben. Das sind alte WOTS-Kollegen, im Fernsehen sind alles extreme linke Kollegen, im Fernsehen sind alles extreme linke Kollegen, im Fernsehen sind alles extreme linke sättigen Formate. Ich habe Kollegen, im Fernsehen sind alles extreme linke Sättigen Formate. Ich habe einmal noch keinen anderen gesehen. Und die wollen mich fertig machen als SVP-Politiker. Meinen Sie, ich gehe weg dem? Also. Sie wollen mich fertig machen als SVP-Politiker. Meinen Sie, ich gehe weg dem? Also. Sie haben es ja fertig gebracht. Ich bin ja da nicht mehr an der Uni. So weit sind Sie. Aber im Nachhinein sagen Sie wissenschaftliche Gründe. Das wissen Sie, stimmt nicht. Mein früherer Chef hat Fernsehauftritt von mir kritisiert. Schriftlich. Fernsehauftritt, politische Auftritt. Bedankt mich, dass Sie heute Abend bei uns in der Sendung sind. Ich verstehe Ihre Aufregung, aber ich bitte Sie auch zu akzeptieren, dass wir die dass Sie nicht zurücktreten werden aufgrund von dem Tatbestand. Ob Sie Ihren widerwärtigen Journalismus so weitersetzen wollen? Tun Sie sich das in dieser Nacht einmal überlegen. Christoph Mögli, danke vielmals, dass Sie hier da live in der Rundschau sind. Mögli halten. Dafür haben wir noch keine Zeit. Ich bin kein Parteimitglied der SVP. Ich habe bei gewissen Ideologien der SVP auch meine Vorbehalte. Aber ich finde es unter jeglicher Kanone, wie Journalismus vorgegangen wird um ohne. Wie Journalismus vorgegangen wird, um auch meine Vorbehalte. Aber ich finde es unter jeglicher Kanone, wie Journalismus vorgegangen wird. Um das geht es mir. Ich habe diese Rundschau gesehen. Der Herr Protz hat den Herrn Mörgerli permanent in inquisitorischer Art und Weise Fragen gestellt, hat seine Antworten unterbrochen. Und das finde ich schändlich. Wenn das SRG und natürlich auch sämtliche links dominierten Medien ihre Aufgabe darin sehen, die Leute von der rechten Letzter Seite Satz. Zu diskriminieren, dann finde ich das ausgesprochen schändlich. Ich danke Ihnen, Herr Schuster, das ist fast nichts zu den Anstandsdamen Buchholzer und Tele Zürich Gouvernanten. Wir kommen dann noch zu dem Thema. Herr Mögli, wenn wir einfach auf ganz höherem Niveau den Respekt und die Anständigkeit bewahren, ja, das wäre ich sehr dankbar. Natürlich, aber danach soll man auch anständig umgehen mit einer gewissen Meinung und vor allem auch das mit der SVP-Initiative. Wir nehmen das demokratisches
Sie hat nicht zur Initiative, sie hat zum Online-Game hat sie, Stellung genommen. Ja, das kennen ja die Leute gar nicht. Und ich möchte mal sagen, wenn man natürlich Plakat verbietet, dann muss man andere Wege beschreiten. Die Elektronik und das Internet ist heute eine Möglichkeit und das ist auch etwas, was die Jungen konsumieren. Abverbieten, dann muss man andere Wege beschreiten. Die Elektronik und das Internet ist heute eine Möglichkeit und das ist auch etwas, was die Jungen konsumieren. Die Zeiten haben sich geändert, Frau Buchholzer. Es gibt heute auch andere politische Möglichkeiten. Der Herr Wermuth hat das begriffen. Der Herr Wermuth lebt das ein Stück. Der Herr Wermuth lebt das. Herr Wermuth hat das begriffen. Der Herr Wermuth. Herr Wermuth hat das begriffen. Der Herr Wermuth. Herr Wermuth hat das begriffen. Der Herr Wermuth lebt das ein Stück weit vor. Das ist eine lebendige Politik. Das ist eine lebendige Politik. Das ist eine lebendige Politik. Und dann nachher, sage ich nochmal, Gouvernanten sind da nicht erwünscht. Wir führen einen politischen Kampf und das darf auch mal ein bisschen lebendig sein. Das darf auch mal ein bisschen emotional sein. Markus, ich muss mich von Herrn Mörgel nicht als Gouvernanten zum dritten Mal beschimpfen. Nein, Herr Mörgel, ich darf nicht als Gouvernanten zum dritten Mal beschimpfen. Markus, ich muss mich von Herrn Mörgel nicht als Gouvernanten zum dritten Mal beschimpfen. Markus, ich muss mich von Herrn Mörgel nicht als Gouvernanten. Markus, ich muss mich vom Herrn Mörgel nicht als Gouvernante zum dritten Mal beschimpfen. Nein, bitte, Herr Mörgel, darf ich Sie bitte das Wort... Herr Mörgel, darf ich Sie bitte das Wort Gouvernante zurückzunehmen? Das ist mir einfach zu viel. Nein, sie spielt wirklich die Erzieherin von Politikern, von Parteien, und das steht ihr nicht zu. Die Erzieherin von Politikern, von Parteien... wirklich die Erzieherin von Politikern, von Parteien, und das steht ihr nicht zu. Parteien, und das steht ihr nicht zu. Da hat sie weder ein Mandat von irgendeiner Herr Seite, Herr Mörgel, noch irgendetwas. Das brauchen wir nicht. Herr Mörgel, gerade Ihre Seite hat jetzt gekämpft gegen die Zensur von... Plakaten. Ist es dann nicht auch gut, wenn Frau Buchholzer in dieser Sendung ihre Meinung sagt und dass sie sagt, ich respektiere das. Sie ist anderer Meinung, aber ich respektiere das. Hat die mit Toleranz zu tun? Ich respektiere nicht, dass sie sagt, wer anständig und unanständig ist. Sie hat dazu kein Mandat. Ich zum Beispiel habe eins als Parlamentarier, aber Sie dürfen Ihre Meinung sagen und ich sage meine Meinung auch. Dann wollen wir unsere Meinung austauschen. Herr Professor, einfach auf höherem Niveau und sagen, ich möchte nicht erzogen werden, auf Frau Buchholz. Genau. Können wir uns auch einigen? Ich möchte nicht beleidigt werden. Ich bin eine Anstandsdame. Ist das gut so? Können Sie mit dem leben? Wir lernen ihn losschwätzen. Das Wort Gouvernante ist damit zurückgenommen und wir können weiterfahren. Ich habe mich gefreut über eine Einladung von meinem grossen Imitator. Fernsehen, 10 vor 10. Sind derartige Schwachköpfe, die können doch das gar nicht beurteilen. Die haben ja gar nicht zugelassen. Und ich meine, wenn der Christoph jetzt einmal an dem Abend vorsätzlich sich wahnsinnig zusammengenommen hat und dieser Wildsau von einer Bundesrätin nicht an den Karren zu fahren, Wildsau von einer Bundesrätin nicht an den Karren zu fahren. Können Sie auch nicht sagen, das ist auch nicht mehr mal früher. Das ist früher anders über die Straße gelaufen. Verschiedene Seeleute hat gerettet in Montevideo, genau, hat dann Selbstmord begangen, dem Hitlerbefehl nicht gehorcht und das ist seine Opposition zum Hitlerregime. Die Fahne hat also genützt als Opposition zum Hitlerbefehl. Das ist für mich das Entscheidende. Genau, und du könntest sagen, wenn du in einem indischen Tempel warst, ich habe dort so schöne Fahne gesehen mit so Hakenkreuz, die haben mich gefallen. Nein, aber die sind in eine andere Richtung. Genau, und die sind in eine andere Richtung. Und darum habe ich da irgendwie die vedischen Brüche wieder aufleben lassen. In Wirklichkeit ist es natürlich ganz anders und hören wir doch den mal an. Wieso hat er mit der anderen gelungen? Wenn ein Rechtsextremer hier reinkommt, dann wird er sich sehr wohl fühlen, dann wird ihm sein Herz hoch schlagen. Man kann diese Fahnen nicht brauchen, ohne zu wissen, welche Funktion das sie in Nazi-Deutschland hatte. Für Demokraten
ohne zu wissen, welche Funktion das sie in Nazi-Deutschland hatte. Für demokratisch gesehen die Mitbürger ist sie eindeutig verbündet. Sie wird ja ausschließlich noch in rechtsextremen Kreisen öffentlich getragen. Wie das immer abspielt, sie sind ja im Prinzip Parteipräsident von Bochers Gnaden, das darf man glaube ich sagen. So ist es gewesen. Das Grünen immer müssen treten, 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 dass sie ihn immer vertreten, oder? Das Grünen, sie müssen mich anzünden, dann können sie verwenden. Nein, aber das ist. Das Grünen, sie müssen mich anzünden, dann können sie verwenden. Nein, aber das ist. Das Grünen, sie müssen mich anzünden, dann können sie verwenden. Nein, aber das sind jetzt aber schwache Mohren. Nein, aber das sind jetzt aber schwache Mohren. Wenn ich sage. Ja, das finde ich jetzt aber schwach nur. Ach nein. Also, das wäre der Eklat gewesen. Uli Maurer hat also das Studio verlassen. Offenbar will er in diesem Bereich nicht weiter diskutieren. Uli Maurer hat also das Studio verlassen. Uli Maurer hat also das Studio verlassen. Offenbar will er in diesem Bereich nicht. Quand on voit ce qui s'est passé ce soir pendant ce débat, quand on sait que cette personne entend être candidate au Conseil d'État, quand on sait que cette personne a été condamnée par un arrêt du tribunal administratif, quand on sait que cette personne entend être candidate au Conseil d'État, quand on sait que cette personne a été condamnée par un arrêt du tribunal administratif, quand on sait que cette personne entend être candidate au Conseil d'État, quand on sait que cette personne a été condamnée par un arrêt du tribunal administratif, Messieurs les députés, vous êtes un voleur. Mesdames et messieurs les députés, vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. Mesdames et messieurs les députés, vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. Eh oui, mais où? Tu vas à ta place. Mesdames et messieurs les députés. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le Président, Bettungen zu lassen. Aber das ist halt einfach so. Die Vorfälle brauchen aber jetzt eine Erklärung. Ich glaube, die Erklärung ist notwendig. Einerseits ganz rein persönlich für mich, aber eben auch für all die vielen. Ich komme auf das später mal zu sprechen. Ich habe die Frau zu keinem Zeitpunkt genötigt oder gar unter Druck gesetzt. Ich habe ihr nur gesagt, du musst wissen, was wir geschrieben haben. Das ist privat. Rein privat. Und das darf nicht veröffentlicht werden.
Eine Liebesbeziehung zwischen Mutter und Sohn. Eine Liebesbeziehung zwischen Mutter und Sohn. Eine Liebesbeziehung zwischen Mutter und Sohn oder zwischen Geschwistern soll in der Schweiz nicht mehr bestraft werden. Der Bundesrat will das Inzestverbot streichen und löst so einen Sturm von der Empörung aus. Christenbundesrat schlägt die Streichung vor. Der Bundesrat schlägt die Streichung vom Inzestartikel vor und auch die Grünen unterstützen das. Die Grünen unterstützen das. Eine Schwester und ein Bruder haben miteinander Beziehung, beide sind volljährig. Sag es jetzt banal, ein Ohrfeige in Ausnahmefällen zur rechten Zeit, vielleicht überraschend, wirkt wahrscheinlich mehr als 5 Psychologen. Weil es wird eine Grenze gesetzt, der wird überrascht. Das Element der Überraschung, das ist sogar ein taktisches Element der Überraschung. Und ich behaupte, das wirkt. Ich habe mit dem selber in meinen Anfangsjahren als Lehrer Erfahrungen gemacht. Ich weiss einmal, ich habe mal in einer Stunde, ich habe ganz selten eine Ohrfeige gegeben. Aber einem habe ich einmal, weil ich selber nicht mehr sicher war, 2 gegeben in der gleichen Stunde. Aber ich habe es nachher nie mehr gemacht. Aber das hat gewirkt. Einer von ihnen ist der Besitzer der Pizzeria Allegrotto im Quartier. Immer wieder sei der Zürcher Gemeinderat zu ihm gekommen und hat die Rechnungen nicht zahlt und auch ihn mit dem Messer bedroht. Er hat Angst, dass der SVP-Politiker eines Tages wieder mit dem Messer in seine Pizzeria kommt. Ich kann es, wie der Messer kommen, wie der Naht, Er hat aus Angst um den Ruf um seine Pizzeria keine Anzeige erstattet. Genauso wie das weitere Opfer, das Teletop exklusiv interviewen konnte. Sie hat aus Angst vor ihm anonym bleiben. Der gleiche Herr hat mir in den 38. auf 33. Mai, wo ich eine Pizza holen in der Nähe, hat er unbedingt wollen, dass ich zu ihm komme. Hi. Ich kann das nicht wollen. Er hat mehrere Mal darauf beharrt. Und wo ich eine Pizza holen in der Nähe, hat er unbedingt wollen, dass ich zu ihm komme. Hi. Wo aber er mich vor seiner Haustür in den Garten hineinzerren, gewaltsam. Ich habe mich gewehrt, ich habe mich los. Bin dann heim und er hat dann gefunden, gut, dann komme ich halt zu dir und hat mir nachgestellt bis vor die Haustüre, wo ich dann allerdings es geschafft habe, reinzukommen ohne ihn. Bei diesen 2 Fällen bleibt es offenbar nicht. Ebenfalls am 30. Mai soll ich gegen den Politiker noch eine Anzeige eingegangen sein wegen Sachbeschädigung. Dort habe ich den Mann kennengelernt. Ich habe bis dahin nicht gewusst, wer das ist und nicht gewusst, dass er in meiner Nachbarschaft wohnt. Und dort ist ein Auto vorbeigefahren, wo kein Licht hatte und der Herr drum vorne gestanden ist. Und weil das nicht angehalten hat, hat er dem Auto seine Bierflasche in die Windschutzscheibe gerührt. Dass an dem Abend eine Anzeige eingegangen ist, bestätigt auch die Stadtpolizei Zürich. Die Stadtpolizei Zürich ist in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai ausgerückt, auf Peterstrasse. Es hat dort einen Vorfall gegeben, wo es um Sachbeschädigung gegangen ist. Es ist dementsprechend auch eine Anzeige eingegangen und die Polizei hat dort auch den Tatbestand aufgenommen und rapportiert. Der SVP-Fraktionspräsident Mauro Tueno hat in verschiedenen Medien angekündigt, dass der Mario Babini für ihn als Gemeinderat nicht mehr tragbar ist, soll
Könnte das der Mario Babini für ihn als Gemeinderat nicht mehr tragbar ist, sollten sich diese Anschuldigungen bestätigen. Vorläufig gilt für den Mario Babini aber noch die Unschuldsvermutung. Mindestens 100 Politiker in diesem Parlament, wo man eigentlich müsste sagen, die sind nicht fähig, in einem Volksparlament zu hocken. Ich finde, es ist ja so. Es geht um Politik und es geht um den Umgang mit, ich würde mal sagen, der größten Minderheit dieses Landes. Aber wie geht man mit denen um? Ist es der Rufmord, der das geeignete Instrument ist? Ist es die berufliche Schädigung, indem man den Leuten ihren bescheiden dotierten Brotberuf wegnimmt?